Hallo und herzlich willkommen zu dieser Demo, Trash Sailors Demo, gefunden für euch auf Steam mit dem guten Flundertrache. Grüße, Leute! Der den Baron spielt, genau wie ich selbst auch. Das ist so ein ganz verrücktes Spiel. Guckt es euch einfach selbst an, bildet euch ein Urteil. Wir versuchen ein bisschen zu reden. Es ist verdammt laut. Ich hoffe, unsere Stimmen sind zu hören. Und du musst eben Müll einsammeln, um deinen Fluss zu bauen und zu recyceln, beziehungsweise den Müll zu recyceln, um dann zu fahren und zu kämpfen und whatever. Ihr werdet es dann gleich sehen. Wenn es dann losgeht, so, ich bin jetzt hier oben. Also es ist natürlich blöd, dass wir den gleichen Charakter haben. Ich renne jetzt zu diesem komischen Ding, wo die 3 draufsteht, drücke jetzt mit W rein und dann müsst ihr unten die Leiste voll machen. Wenn wir da die gleichen Gegenstände haben, dann kriegen wir ein bisschen Bonus. Ja, da kann man auch unseren Motor machen. Was komisch ist, mein Spiel ist taub. Also ich habe gar keinen Ton jetzt im Spiel. Also ich betanke mal den Motor. Ja, was gehört? Ich habe keinen Ton im Spiel. Du hast keinen Ton im Spiel? Nee. Ich finde das jetzt sehr angenehm, liebe Leute. Also mich stört es überhaupt nicht, weil das ist unglaublich angenehm für die Ohren, weil es ist wirklich verdammt laut. Aber für euch ist das gerade ein bisschen scheiße, weil das ist wirklich ein abgespaceter Sound. Ja, das klingt so ein bisschen Hillbilly-artig, würde ich sagen. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Musik. Aber ich weiß nicht, wieso er jetzt auf einmal wieder nicht mehr Ton machen möchte. Ja, drauf jetzt. So, ich habe es ziemlich leise gelassen, Leute. Ich hoffe, ihr hört uns jetzt gut. Und jetzt geht's los. Ja, wir müssen halt bauen hier, wie die bekloppt. Jetzt kann ich auch noch hier oben hingehen, kann das bauen und dann kann ich mit dem Licht die Krokodile fernhalten. Also das ist wirklich extrem abgespaced, das Game. Und verdammt schwer. Also muss echt ein bisschen näher sein. Nein! Zumal alle beiden ins Wasser gefallen. Passiert halt auch, ne? Passiert aber, also passiert euch nichts, aber ist halt blöd. Das Ganze bis zu 4 Spieler spielen ist eigentlich eine sehr coole Idee, aber es ist halt völlig abgedreht einfach. Völlig chaotisch, ne? Ja. Und das ist auch so, bei uns lenkt immer keiner. Nur manchmal. Ja. Weil du gar nicht hinterherkommst. Lenke weg, Flunder, lenke weg. Das ist ja, da kommen U-Boote und alles mögliche kommt hier. Und wir müssen halt den Müll rausfischen und halt dann unser Boot recyceln. Ja, oder also damit unser Boot halt einigermaßen stabil halten. Oder stabil halten, besser gesagt, ja. Und jetzt seht ihr da unten, ich müsste jetzt einen Mixer holen, ein Bild noch holen. Und das Schwein hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht. Bild habe ich, Mixer hat der Flunder. Ah, du, da war schon ein Bild drin. Ah, okay, da war ich zu langsam. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Schwein und ein... Ah, Gott, das muss jemand formen. Ah, Schwein habe ich. Ah, Schwein ist weg. Shit. Bild, aber ich habe Bild. Bild habe ich. So, drauf, ja. Nee, warte hier rein. Wir haben jetzt vorne noch einen Pick. Das ist eins, komm her. Ach, das taucht aber nicht weg. Wenn die Zeit am Motor abgelaufen ist, dann baut es automatisch sozusagen einfach aus den Materialien was. Achso, okay. Wenn ihr halt die 3 richtigen habt, bekommt ihr halt mehr. Richtig, gibt es halt einen kleinen Bonus. Dann müsst ihr halt nochmal hinlegen, das Zeug hier rausnehmen, dorthin legen und dann gleich wieder bauen drücken. Und dann müsst ihr aber eigentlich noch einer vorne und einer müsste kämpfen. Das ist total crazy. Und das ist halt auch, ihr seht ja, wie es sich lenkt hier. Also ist schon. Ja, hier komme ich jetzt nicht heil raus. Also. Alter, wie so eine krumme Banane, ey. Ne, die ist definitiv besser zu lenken als das Ding, ja. Oh, jetzt haben wir schön drumherum, meine Frau. Das sah schön aus, ja. Schöne Häuschen hier im Wasser, ja. Ja, ich angel mir das scheiß Krokodil. Geh weg, mein Freund. Ich hau dir die Mütze blau, Junge. Auch auf dem Fluss muss ich Kaffee trinken. Aber ihr könnt nicht drüber fahren, das zählt nicht über den Müll. Ihr müsst schon so einfangen. Und wie gesagt, die Krokodile könnte man jetzt mit dem Lichtstrahl oben fernhalten. Wenn du jetzt hochkletterst und den Lichtstrahl anmachst, dann bleiben die weg. Genau, muss das mal da reparieren, einfach erstmal draufkloppen hier. Ja. Oh, mal ein bisschen Fahrer, ja. Wenn halt das Benzin alle ist, dann steht er halt einfach, bleibt er stehen. Ich finde das ist nicht so schlimm in dem Moment. Hau mal ab hier, Junge. Das ist schon mein Fluss, du. Und es ist cool gemacht, ich finde die Optik cool, ich finde die Idee echt geil. Das ist echt mal was komplett anderes, aber es ist halt auch sehr schwer zu spielen. Das Ganze halt mit bis zu 4 Spieler machen, da bist aber, denke ich, ganz schön durcheinander. Da muss man ein bisschen hin, ja. Brauchen wir ein bisschen Mixer, ja. Ah, ein paar Gegenstände, ja. Ist so ähnlich, würde ich sagen, ähnlich chaotisch wie Overcooked oder sowas. Und die Wellen machen eurem Fluss nichts, aber euch, genau, schieben sie nach unten. Wie ihr gerade gesehen habt bei mir. Oh Gott! Jetzt der Flunder dran, Flüssigowski. Passiert aber nichts, ne? Also, ihr könnt dann weiterspielen einfach. So, wir haben schon mal 2 Materialien wieder drin, muss ich jetzt noch ein bisschen bauen hier. Da komm her, ja. Schöne Bildschirme, ja. Auf. Oh, renn ja. Ne, das ist reinhauen. Brauche ich noch Schwein. Schwein. Komm mal, ein Schwein wieder.
Und wir müssen sie über Remote Play spielen, weil richtig, es keine Möglichkeit gibt, sich irgendwie gegenseitig einzuladen. Also ist irgendwie. Das ist auch ein generelles. Also Toaster. Wir spielen ja gerne solche Spiele, die so Indie und so sind. Aber es ist total kacke, dass die immer nicht so online-mäßig ausgereift sind. Das ist das Einzige, was an die Spiele echt oft scheiße ist. Wir hatten zum Beispiel, das kann man hier mal ansprechen, wir haben Craftopia gekauft. Ja. Wir hatten da auch übelst Bock drauf, weil es ja so, sagen wir mal, Zelda-Style, ne, und aber so ein bisschen Monster Hunter-like dann auch dazu und so. Also wo man sagt, ey, hat was. Aber ja, na gut. Funktioniert halt einfach nicht. Man kann es halt einfach nicht spielen. Also habe ich es nochmal nachgelesen. Da hat GameStore, glaube ich, auch einen Titel drüber gebracht, weil es ist ja momentan ein extrem gehyptes Spiel. Es müssen wohl 2 oder 3 Leute, also eine ganz kleine Gruppe in Japan, das Spiel entwickeln. Und es kam halt extrem gut an, diese Idee. Es wollte jeder haben. Na, Zelda, wer will schon kein Zelda spielen? Und das mit Drafting, ich finde es geil. Aber es ist halt in der mehr als frühen Early Access. Das ist also Fakt. Also ihr kauft euch dort wirklich ein komplett unfertiges Spiel. Das wird halt immer nach und nach, so wie sie Geld und Zeit haben. Ist richtig. Vor allem, was bezahlt man da? Ich glaube 20 18. Euro, ne? Im Angebot 18 Euro und jetzt 21 Euro. Ja. So, jetzt gut, okay, wenn man sagen will, 20 Euro. Aber dafür ein Spiel, was da steht, dass man es zu zweit zocken kann, online zusammen, und es einfach nicht funktioniert. Und man hat dann halt das Geld komplett eigentlich für lau ausgegeben. Das ist schon nicht ganz so nice. Ja, wenn ihr es unbedingt zu zweit spielen wollt, kann ich euch davon abraten. Es gibt wohl Tricks, wie es gehen soll, aber die sind auch nicht safe. Also da, ihr fliegt trotzdem immer raus und so. Das ist halt einfach. Ja, das ist auch ganz viel im Spiel schlecht übersetzt und es ist auch ganz viel in dem Spiel so, dass es da ist, aber noch nicht implementiert wurde. Ne, weil die halt, die haben Ideen, aber die sind noch nicht umgesetzt. Also, sagen wir mal, die Verkauf ist ein bisschen größer als gedacht, aber man kann sich's mal geben. Wer sagt, 20 Euro sind okay, kann man machen. So, das Spiel kann ich euch auch geben. Wir sind jetzt durch. Jetzt wird hier gezeigt, was wir so gemacht haben. Wir haben Trash Grounded, also Trash verarbeitet, glaube ich, heißt das. Enemies, ja, defeated, halt. Haben wir 9 Stück. Ist nicht schlecht. Genau, 9 Enemies gekillt. Aber Kollisionsnummer auf jeden Fall Oberreiter. Das ist Fakt. Naja, ja. Ja, that's thanks for playing. Das war schon die ganze Demo. Jetzt gibt es noch einen anderen Modus, beziehungsweise werden die halt immer schwerer. Ja, wir kennen. Wähl du ruhig aus. Wir haben jetzt zum Beispiel noch den Arctic Trash. Crocodile haben wir gerade gemacht, Krokodilproblem. Und stilles Wasser ist nur das Tutorial. Und dann gibt es noch Total Recycling. Das ist der Hardcore Challenge. Ja, das. Ich würde sagen, die verzichten wir mal, wir nehmen erstmal die. Genau, wir machen einfach Arctic. Ich nehme jetzt mal den Opa. Genau, dass wir uns ein bisschen unterscheiden können. Wir sind jetzt schon wieder hier. Oh, geh weg. Ja. Ja, ein bisschen Käfsche, ja, nebenbei, ja, mal ein bisschen an der Dampfe ziehen, ja. Oh, ist okay. Oh, Kanonen! Oh, haben wir Kanonen oder was? Juhu! Endlich mal. Let's load it and see how it fire. Okay, laden. So, kurz nochmal zur Erklärung. Ihr müsst mit den Pfeiltasten, habe ich schon erwähnt, ihr müsst mit den Pfeiltasten spielen, das ist sehr schwer. Ich will auch hier. Geh mal her, ja, das Ding. Geh mal her, Baba, ja. Geh mal her, Baba, weg, ja. Oh, bisschen Eis weg, ja. Drauf, ja. Ah, drauf. Wie geht denn das? Alter, okay. Okay, also du kannst dich auch nach vorne bewegen, wie ihr gerade seht. Wir schießen uns quasi nach vorne. Mhm. Wie geil. Wir schießen die ganze Sache. So, okay, mach mal du. Achso, jetzt hörst du auch auf. Okay, ich werde mich jetzt auch angehen. Ja. Komm nicht hin. Das Remote Play ist ganz nett auf jeden Fall, aber wenn es halt ruckelt oder so, Leute, dann tut es uns leid, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es überhaupt zusammenspielen können. Ja. Oh Gott, eine riesen Flasche. Ich will sie haben. Die geht nicht, die großen gehen, glaube ich, nicht. Schieß mal kaputt, das Zeug, ja. Ich lade das mal noch. Bam, 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 bam. Haben wir auch ein verstärktes Fluss, wie ihr seht, wir haben ein paar Stahlplatten draufgebaut, ne? Ah, bist schon was geschweißt, ja. In den Ozean, ja. Da bist du stabiler, wird das Ding, ja. Mit Baba drauf ist ja auch ein dicker Mann. Ja, dicker Ober. Muss ein bisschen was aushalten, ja. Das ist jetzt das Bums auf dem Rohr, ja. Blöd. Blöd ist nur, ich kann halt den Motor nicht wieder ausstellen, ne? Wenn du einmal angemacht hast, die Scheiße, dann läuft er auch. Dann fährt ja, er. Alter, was geht denn hier ab? Ey, die beschießen uns, Junge. Hallo? Macke, ey, da kommen Piraten, die beschießen uns. Alter, die pumpen sich weg. Ah.
Hör auf die Schnauze! Alter, kriegen aber auch alles in die Fresse. Okay, aber das ist auch schon mal eine coole Idee, dass es was überhaupt geht. Aber ihr seid halt, wie ihr seht, echt beschäftigt mit Reparieren und Schießen und whatever. Ja. Ein bisschen fahren müssen wir auch noch. Formen müssen wir noch, also es ist schon. Ja, ist schon gut zu tun, sag ich mal. Aber das Boot hält mir aus, es geht nicht gleich kaputt, dass du jetzt gleich reparieren musst. Das stimmt. Das ist schon mal besser. Tschüssikowski, Kollege. Ja, hau ab, ja. Komm unendlich Piraten, so ein Kack. Tschüssikowski, Bandowski. Ja, Tschüssikowski, kauft der Bandowski. So, zoff, ja. Oh, oh, da ist eine Mine, da ist eine Mine. Da muss man aufpassen. So, ah Gott. Ich lege einen Motor wieder an. Der Motor war nämlich bei Null. Ja, da ist eine Mine gefahren. Du bist doch so eine Pfeife, Junge, ey. Auf, ja, komm drauf. Ja, weg, ja. Merkt man, Uschi. Vorsicht, mal fahren auf eine Mine zu. Ja. Ich versuche mal wegzulenken. Oh Gott. Alter, bei mir ruckelt's. Echt? Bei mir nicht. Übel. Ja, aber das ist wahrscheinlich bei dem, der es eine Remote-Play halt. Ja, richtig. Alter. Also auch ein bisschen Action geladen, ja. Aber ihr seht ja auch meine Sicht, da ruckelt's nicht zum Glück. Das ist ja auch das Wichtige. Wir haben es aus, wir mussten es auch so machen, es ging gar nicht anders, weil der Flutter sonst hätte müssen mit Maus und Tastatur spielen, das kann er, also macht er nicht so gerne. Naja, nee, das ist nicht das Problem, sondern ich hätte ja, ich konnte, selbst wenn ich nur Maus und Tastatur, hat er bei mir den Controller mit angenommen und das war alles kacke irgendwie. Also war ganz buggy. Nein, dann konnte er halt mit Maus und Tastatur spielen, aber eben nicht mit Controller und ich mag nicht so mit Controller spielen, bei dem Spiel, ja. Das war wieder ganz schön zu gut. Oh mein, ja, geh mal weg hier. Oh! Was, the game is paused? Wieso? Ja, ne, weil irgendwie bin ich ja auf irgendwelche. So, okay. Nehmen Sie sich Zeit und bewerten Sie das Spiel, vor allen Dingen mitten im Spiel halt. Ja, ist gerade schlecht. Also bewerten Sie es gerade schlecht. Wie kommt man denn auf sowas? Wie kann man denn sowas einstellen? Weiß so, ich nicht. Ja, na klar, mitten im Spiel kann man den mal. Wir sind ja, ist ja so schön nicht genug in dem Spiel zu tun, worauf man achten muss. Das ist aber eigentlich gar nicht so unintelligent, weil das ist ja wie wenn du sagst, abonniere mich, ne? Das macht ja auch mehr Sinn. Alter, Video. Ich muss hier weg, ich kann mich nicht bewegen, der Berg vorne muss weg! Warte, ich mach mal aufheben, ja. Heb mal auf das Ding. Heb mal auf, wenn ich mal drüber gehen müsste. Oh Gott! Ganz ehrlich, ich bin runtergerutscht, weil du gegen den Berg gefahren bist. Bin abgesoffen, ja. Kalt, nass. Da bin ich wieder da, ja. Was da, ja. Baba baut los drauf, ja. Die Kanonen müssen wir übrigens auch wieder reparieren, ne? So. Weiß gar nicht, ob wir dann, wenn wir das jetzt repariert haben, ob wir dann automatisch noch Kanonen draufbauen können, wenn es voll ist. Das weiß ich gar nicht. Ja, hau mal, mach mal kaputt. Wir müssen Müll holen, ja, wieder. Ja, wir müssen ein bisschen Müll holen jetzt, ja. Komm her, ja, Schweinchenpick, ja. Sack drauf, drauf. Kann man die großen Flaschen holen? Nee, ne? Ach doch, geht Tatsache, krass. Das geht, ja. Cool. Mal schnell nebenbei was gebaut. Wir fahren wieder gegen die Eiswand. Oh Gott! Boah, ich zu langsam. Shit. Oh Gott, was ist jetzt los? Gewitter! Gravita! Junge! Oh, was ist das jetzt? Spinnen! Unsere größte Angst kommt hier. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, Mann. Ah, sieht aber geil aus, ey. Sieht richtig geil aus. Oh, kann ich mich nicht bewegen? Ich bin. Alter, die Effekte, Junge. Da haben wir ein bisschen Licht hier an der Bude, ja. Kriegt euch, ihr Spinngesocks! Nein, ich bin hier, ich bin bedauert immer noch. Ah, ich habe keine Energie mehr. Glaube ich. Ja. Okay, das ist krass. Was weh? Was heißt hier weh? Na, bauen. Du musst bauen. Was ich habe angefangen zu bauen, aber ich konnte nicht bauen. Na, weh muss ich machen? Jetzt bin ich wieder da. Okay, das ist schon. Das ist schon ganz schön crazy. Oh, da bin ich wieder down gleich. Ich muss das Licht anmachen, aber ich komme nicht dazu. Nee, ich komme auch nicht. Vor allem ist ja alles voll Minen. Alter, das ist krank. Alter, haut ab! Bitte, okay, also wir zerschrotten unser Floß gerade völlig. Aber wir sind aber am Ende. Wir haben es doch irgendwie hingekriegt, Alter. Nee. Haben wir nicht. Wir sind fertig. Okay, schade. Das ist krank. Okay, also da, hier geht's aber um die Distanz, ne? Umso weiter du kommst, hier geht's nicht wie vorhin um Punkte sammeln, sondern hier musst du eben so weit wie möglich kommen. Nice. Aber zu zweit ist schon schwer. Ist schwer, ja. Ja, ich denke, das reicht auch für eine Demo, ne? Also,
habt ihr gesehen, wie das Spiel funktioniert und was man so machen kann. Ihr seht es auch hier oben im Bildschirm nochmal. Also es ist ein cooles Spiel, kann euch echt mal geben, wenn ihr mal Bock habt auf sowas Abgedrehtes. Und die Musik ist eigentlich auch ganz geil. Aber es ist unglaublich verwirrend. Also cool gemacht, also, finde ich. Passiert halt verdammt viel auf dem Bildschirm. Ja, ne? Ja. Das ist echt, da musst du ganz schön hinterher sein. Und du musst deine Tastatur, Maus oder deinen Controller echt gut beherrschen, damit du gleich weißt, wo was wie. Ja. So, ja, könnt ihr euch mal geben. Ja, dann sage ich das, was oben steht. Thanks for watching. Steht nicht oben, steht playing, aber ist egal. Lasst einen Daumen da. Abonnement, damit ihr solche coolen Dinger nicht mehr verpasst, weil wir sind die einzigen, die das zeigen, Leute. Das sag ich euch. Und zwar so cool präsentieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschö mit Ö. Tja, gibt nichts mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal, Leute.